Herzlich willkommen auf dem Graf-Engelbert-Weg. Und wie ihr seht, wir haben soeben den Bergischen Panoramasteig getroffen. Allerdings an einer Stelle, wo ich mit euch bis jetzt noch nicht vorbeigekommen bin. Und wenn ihr Lust habt, mich auf diesem heute relativ kurzen Etappe, ich glaube 18 Kilometer werden es, zu begleiten, dann kommt ein Stück mit. Warum heute nur 18 Kilometer? Ich bin ja auf die Öffis angewiesen und Rade vom Wald ist super zu erreichen und der nächste richtig gut zu erreichende Punkt ist Marienheide. Der übernächste gut zu erreichende Punkt ist 17 Kilometer nochmal weiter. Und ganz ehrlich, das ist mir für den Winter. Ich habe heute außerdem neue Schuhe, die ich einlaufe. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. So eine Doppeletappe ist mir einfach zu lang. Zumal mir immer noch die Hüfte wehtut von diesem dusseligen Sturz auf dem Friedrich-Grimme-Weg. Das ist jetzt schon, boah, ich weiß nicht, 3 oder 4 Wochen her. Ja? Und dieses Zipperlein, das plagt mich immer noch. Ja, man wird nicht jünger, ne? Und da vorne kommt auch schon die Bevertalsperre, genauer gesagt die Vorsperre, in Sicht. Und der Graf-Engelbert-Weg wird sich nachher mehrere Kilometer entlang der Bevertalsperre. Und dann machen wir noch ein Talsperren-Hopping und wechseln zur, oh, ich habe es gerade vergessen, wie sie heißt, liefere ich nachher nach zur anderen Talsperre wechseln. Das hier heute wird also eine Talsperrenwanderung. Kurz ein bisschen zur Orientierung. Sind zwar keine Wanderkarten, aber wir sind hier und werden jetzt hier am Ufer des Sees lang gehen. Und ich glaube, über diese Brücke und dann hier außen rum, das hier ist der Staudamm. Und dann werden wir hier, hops, zur, ich glaube, Neuebach-Talsperre wandern. Und das Interessante an der Bevertalsperre ist, ihr seht hier 1, 2, 3, 4, also mehrere Campingplätze und Badestellen. Ja, das ist nämlich eine Brauchwassertalsperre und dort ist auch Baden erlaubt. Wir wandern das X und das hier ist der Bever-Rundweg. Das muss ich mir zu Hause mal anschauen. Also man kann anscheinend auch auf einem Wanderweg rund um den Stausee wandern.
Also laut Schild ist das hier der Familien- und Jugendzeltplatz. Und ich habe ja früher auch viele Familienurlaube mit Zelt gemacht. Also ganz ehrlich, hier würde ich einen Hals kriegen. Ja, weil für einen Anhänger, ne, ist hier die Ebene schön gerade. Und habt ihr mal darauf geachtet? Also auf einer so schrägen Wiese ein Zelt aufzubauen, ist der Horror. Das hier gerade ist immer noch der Zeltplatz. Ne? Ist natürlich nicht für Zelte, ne? Sondern hier ist es schön gerade für Autos. Wir treffen die Straße der Arbeit und, habe ich schon mit euch gemacht, der Wupperweg. Und das hier ist die Badestelle Zorniger Ameise. Und ich befürchte, das geile Restaurant da vorne ist zu. Oh je. Ja, wie befürchtet, das ist halt immer der Nachteil bei so Winterwanderungen. Also ich kann euch sagen, hier hat man einen richtig schönen Blick auf den See. Und wenn es einem da zu voll ist, hat man hier auch die Badewiese. Ein Blick zurück auf die Bevertalsperre. Wir sind also jetzt quasi auf dem Hang und hüpfen jetzt, ich glaube, hinter die nächsten und dann kommt die Neietalsperre. Mal wieder der Bergische Panoramaweg, der ist anders hier hingekommen. Das jetzt hier ist übrigens alles Naturschutzgebiet. An der Bevertalsperre war alles in Anführungsstrichen nur Landschaftsschutzgebiet. Hier kann man einmal schön den Bever-Block erklären. Und zwar, ne, wir sind vorhin hier die ganze Bevertalsperre lang gewandert und sind jetzt hier rüber zur Neietalsperre. Und ihr seht hier einen blauen Strich, den zeige ich euch gleich. Und hier sind noch zwei weitere kleine Talsperren. Ja, und hier sieht man das Höhenprofil. Und zwar deswegen Block, weil die im Verbund sind. Diese Talsperren hier sind alle miteinander verbunden. Da seht ihr den Überlauf der Neietalsperre und ich drehe euch jetzt mal. Das hier ist der Eingang in den Stollen, der zur Bevertalsperre führt. 800 Meter. Ich habe mich gerade hier mit ein paar Einheimischen unterhalten. Der eine meinte, er ist da als Kind durchgegangen. Okay.
Um die Neietalsperre kann man übrigens sehr gut rumlaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das als Family gemacht haben, kurz nachdem ich diesen Fleck hier auf dem Wupperweg mit euch entdeckt habe. Und das ist, weil diese Talsperre, die ist jetzt nicht so riesig, ne? Bei anderen Talsperren ist das auch häufig echt eine anstrengende Wanderung. Hier geht das noch. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich am Anfang der Wanderung als Ziel genannt hatte. Falls ich da Marienheide genannt haben sollte. Nein, nach Marienheide kommen wir gar nicht mit dem Graf-Engelbert-Weg. Das Ziel für heute ist Wipperfürth. Sehen wir schon da hinten. Und das halt doppelt so weite Ziel, was ich nicht nehme, das wäre Engelskirchen gewesen. Kurz noch mal zur Erinnerung, Wipperfürth, ne? Die Wupper heißt nämlich am Anfang, da wo es ein schneller Fluss ist, der über die Steine springt, da heißt er Wipper. Ja? Also eigentlich könnte Wipperfürth auch Wupperfürth heißen. Oder Wuppertal könnte Wippertal heißen. Wir sind an der jungen Wupper, also an der Wipper, angekommen und werden jetzt hier durch die Auen in die Stadtmitte geleitet. Und ich mache hier schon mal ein kleines Zwischenfazit. Also ich fand dieses Stauseen-Hopping heute sehr nett. Die Aussichten auf die beiden Wasserflächen, ich liebe das ja, ja. Mit Wasserflächen macht man mich instant glücklich. Und die Wege um solche Talsperren, ja, die sind breit. Ne? Das ist aber überall so. Und wir hatten ein paar, allerdings meistens ziemlich schlammige Pfade über die Hügel. Also alles in allem fand ich das eine ganz nette Etappe. Ich bin am zentralen Omnibusbahnhof in Wipperfürth angekommen und hier werde ich die Wanderung beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Hat mich gefreut, wie es jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix. Musik